Ja, meine Damen und Herren, jetzt bin ich mal Ihr Mieter. Ja, jetzt sind Sie mal mein Vermieter. Und ich sage jetzt, hey, ich habe Schimmel in der Wohnung. Was sagen Sie? Das ist aber jetzt gar nicht gut. Finden wir jetzt aber nicht klasse. Schimmel ist ungesund. Wir müssen also in die Wohnung und müssen gucken, erstens stimmt das, zweitens wie viel ist das, drittens wie gefährlich ist das, viertens wo kommt der her? Und ich sage, Besichtigungsrecht, habe ich mal von gehört, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht gut, gerade nicht in Corona-Zeiten, passt mir auch jetzt gerade nicht. Ach nee, eigentlich lieber mal nicht. Ist Corona ein Grund? Nein, meine Damen und Herren, Corona ist kein Grund, ein anlassbezogenes Besichtigungsrecht abzulehnen. Wenn dabei die AHL-Regelungen beachtet werden, Sie wissen, Abstand, Hygiene, Atemmaske, Lüftungskonzept, dann ist alles gut. So, muss ich jetzt jeden Einzelnen in die Wohnung lassen? Egal wen, den Vermieter, mit dem ich nicht kann, den Handwerker, den ich nicht kenne. Was kann ich verlangen? Meine Damen und Herren, ich kann verlangen, dass der Handwerker oder der Zeuge, der den Schimmel begutachten soll, sich ausweist und auch seine Firmenzugehörigkeit darstellt. Das kann ich verlangen. Ne? Ich kann also fragen als Mieter, okay, von welcher Firma seid ihr? Nachdem ich vorher von meinem Vermieter gehört habe, ja, also die Firma sowieso kommt jetzt mit mir und so weiter und so fort. Das kann ich verlangen. Mehr kann ich nicht verlangen. Wenn der seinen Pass zeigt, wenn der seine Firmenzugehörigkeit dokumentiert, dann muss ich den reinlassen. Kann ich sagen, Bursche, du ziehst aber bitte die Schuhe aus. Bei einem erwachsenen Menschen? Nö, eigentlich nicht. Ja, kann ich nicht verlangen. Geht nicht. Es sei denn, der hat jetzt wirklich Baudreckschuhe und die sind so mistig, dass ich sehen würde, der würde mir also meine frisch frühjahrsgeputzte Wohnung damit total verdrecken. Das wäre eine absolute Ausnahme. Mehr kann ich nicht verlangen. Jetzt habe ich gesagt, ich sage, du Vermieter, nö, mit dir kann ich nicht. Du hast mich geärgert, du kommst hier nicht rein. Kann ich den draußen stehen lassen, meine Damen und Herren? Das ist eine Gretchenfrage. Ich kann ihn nicht draußen stehen lassen. Ja, ich muss ihn reinlassen, denn der Vermieter hat ein berechtigtes Interesse, gemeinsam mit dem Handwerker zu sehen, was mit der Wohnung los ist und auch mit dem zu ermitteln, worin die Ursachen für den Schimmel, das war ja unser Beispiel, begründet sind. Warum ist das so? Warum ist das so? Na, meine Damen und Herren, ganz einfach. Gegen wen richten sich denn Sachmängelgewährleistungsrechte und Sachmängelgewährleistungsansprüche? Mietminderungen, Zurückbehaltungsrechte und was es da nicht alles gibt. Die richten sich doch gegen den Vermieter. Der muss doch beurteilen können, ist das so oder ist das nicht so? Das kann aber nur dann, wenn er wirklich auch selber geguckt hat. Der kann nicht alles nur vom Hörensagen machen. Das ist nicht berechtigt. Ja? Den Vermieter also draußen stehen zu lassen, ist nicht zumutbar. Es hat einzelne Gerichtsentscheidungen gegeben, da wurde gesagt, okay, wenn die schon eine ganze Recke, eine ganze Latte an Rechtsstreiten hinter sich haben, mit persönlichen Auseinandersetzungen, Diffamierungen, Misshelligkeiten, dann ist es ausnahmsweise mal möglich, aber meine Damen und Herren, 1 zu 1000. Ne? Also der Vermieter, der muss kein Schild sehen, wir dürfen hier nicht rein, ganz im Gegenteil, der darf auch rein. Ja, soweit zum Besichtigungsrecht. Jetzt habe ich eben so eine Geschichte gesagt, so einen Begriff genannt, anlassbezogen. Heißt, ich brauche immer einen bestimmten Anlass, wenn ich ein Besichtigungsrecht als Vermieter, ich schlüpfe gerade mal wieder in die Rolle des Vermieters jetzt, ne? Wir sind ja flexibel, geltend machen will. Ich kann also nicht alle 2 Jahre sagen oder jedes Jahr sagen, och, ich gucke jetzt mal, ob der schön geputzt hat, ob der jetzt schön aufgeräumt hat, Stuben- und Spindkontrolle. Meine Damen und Herren, die Zeiten waren früher, die Zeiten sind heute vorbei. Ich brauche also einen Anlass. Ja? Dieser Anlass kann natürlich jede Mangelsituation sein, die mir der Mieter anzeigt und die er mir auch anzeigen muss. Zum Beispiel hier wie in unserem Ausgangsbeispiel Schimmel. Andere Dinge sind natürlich genauso auslösend dafür, dass ich in die Wohnung darf. Ja? Oder aber die Rauchmelder. Die Rauchmelder müssen kontrolliert werden auf Funktionsfähigkeit, auf Wartung. Jetzt nehmen wir mal an, die sind noch nicht funkferngesteuert, wartbar und abrufbar. Dann muss ich da rein. Oder Tierhaltung.
ich kriege von Nachbarn irgendwelche Missstände angezeigt mit Tierhaltung, mit Hundehaltung, dann darf ich da rein. Ja? Ich will neu vermieten, das Vertragsverhältnis geht zu Ende. Selbstverständlich kauft kein Mieter, der dem jetzigen Mieter nachfolgen will, als Interessent die Katze im Sack, der will die Wohnung erstmal sehen. Natürlich darf ich dann da rein. Völlig klar. Und genauso ist es auch, wenn das Haus verkauft werden soll. Dann darf ich da mit meinem Makler und mit meinen Kaufinteressenten rein, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt im Grunde genommen auch die Quintessenz als eigentlich tragende Aussage zu diesem Film. Wer das vereitelt, wer dem nicht nachkommt, der riskiert die Kündigung als Mieter. Und je nachdem, wie hartnäckig der das macht, riskiert er auch die fristlose, höchstweise die fristgerechte Kündigung. Ja, meine Damen und Herren, und zum anlassbezogenen Besichtigungsrecht gibt es eigene Filme hier auf diesem Kanal, hier oben eingeblendet, so zum Beispiel zur schadhaften Silikonfuge, und den finden Sie am Ende dieses Videos eingeblendet. Also, wenn Besichtigungsrecht besteht, wenn es plausibel geltend gemacht ist, dann muss diesem Besichtigungsrecht nachgekommen werden. Die Kündigung knüpft sich als Sanktion daran. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine Duldungsklage als milderes Mittel erheben muss, als Vermieter. Ja? Sondern ich kann sagen, Junge, wenn du mich ärgern willst, oder Mädel, wenn du mich ärgern willst, das war's, das geht. Ne? Zum schwächeren Fällen nach Abmahnung, das macht man dann eben in der Praxis so, aber in härteren Fällen auch ohne Abmahnung, wenn nur hartnäckig genug gehandelt worden ist. Damit es dazu nicht kommt, meine Damen und Herren, für beide Seiten um Verständnis werbend dieses kleine Video. Viel Freude, und wenn ich Sie hier wieder treffe auf diesem Kanal, dann freue ich mich. Alles Gute!